Wir sind hier beim Unpack-Event des Galaxy S5. Es besitzt ein Full HD-Display. Durchschnitt. Ein Snapdragon 800 Prozessor. Der Screen leuchtet bis zu 500 Nit, was sehr hell ist für ein Super AMOLED. Bronze. Auch Samsung diesmal mehr das Feature auf die Apps und die Verbindungen, so ist auch ein... Sensor für Impulsmesser mit dabei. Die Kamera wurde deutlich verbessert, der Autofokus soll innerhalb von 0,3 Sekunden scharf stellen. Auch die UI wurde komplett überarbeitet. Als Betriebssystem kommt Googles Android 4.4 KitKat zum Einsatz. Hier hat man ordentlich aufgeräumt, obwohl die Anzahl der Einstellungen weiterhin zunimmt. Speicher beträgt nur 16 GB. Zu einem Preis hat Samsung bisher nichts gesagt. Wird sich auch wahrscheinlich an den Vorgängermodellen orientieren. Der Full HD Screen schafft bis zu 500 Candela pro Quadratmeter und im minimalen Bereich 2 CDM. Es ist sehr dunkel, soll aber gerade eben, ist mit Absicht so, dass es halt nicht so störend ist in Opern oder Cinemas. Irgendwo wurde hier auch fleißig verbessert und gefeilt, aber das große Killerphone ist es wohl nicht. Schön ist, das Gehäuse ist zwar weiterhin Kunststoff, auch wenn es etwas wertiger aussieht durch den metallischen Glanz. Es scheint auch recht kratzeranfällig zu sein, auf jeden Fall hat das Modell hier schon die ersten kleineren Macken. Aber es ist IP-zertifiziert und damit staubresistent bis zu einem gewissen Grad, also nicht staubdicht. Und es ist wasserresistent, auch hier nicht wasserdicht. Also ein starker Regenguss macht hier nichts aus oder die Dusche. Aber dauerhaftes Untertauchen ist auch mit dem S5 nicht anzuraten.